willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir uns einen Abra gefangen, außerdem haben wir uns ein süßes kleines Flurmel gefangen. Ja, und wir haben es geschafft, die Devon-Waren zurückzuholen, die Team Aqua gestohlen hatten. Außerdem haben wir den Pekko, also das Wingull von Mr. Brack, wieder zurückgebracht. Ja, und wir haben außerdem einen Brief von dem Präsidenten von der Devon Corporation erhalten, und zwar einen Brief an Troy. Und wir sollen diesen nach Faustauhafen bringen. Ja, es heißt Faustauhafen, nicht Fausthafen, so wie ich mein Leben lang eigentlich dachte, dass es Fausthafen hieß. Ja, also ist ja auch eigentlich ganz logisch, denn wenn man eine Faust ins Gesicht kriegt, sagt man natürlich auch Au, deshalb Faustauhafen und nicht Fausthafen. Ist vielleicht eine kleine Eselsbrücke für mich, ja, die ich mir so überlegt habe. Ich habe übrigens meinen Rahmen gewechselt, wie ihr seht, da mich Abonnenten darauf angesprochen haben, dass ich meinen Rahmen auch mal wechseln könnte und natürlich auch die Textgeschwindigkeit. Ja, ich habe mich für diesen grünen Rahmen hier entschieden, weil grün ist einfach eine schöne Farbe und außerdem finde ich, dass dieser Rahmen ein bisschen so zu meiner Liebe zu Pflanzen-Pokémon passt. Welchen Rahmen ich allerdings auch schön fand, ich kann ihn euch gerade mal zeigen, ist dieser hier. Schön süß mit Schleifchen, also ich mag ja süße Sachen eigentlich gerne. Nur was mich ein bisschen daran stört, ist dieses viele Rot darin, weil Rot ist nicht so meine Farbe. Also meine Farben sind halt eher Pink, Blau und Grün. Ja, und deshalb lasse ich jetzt erstmal den grünen Rahmen, aber vielleicht wechsle ich irgendwann mal im Laufe des Let's Plays zu dem Rahmen mit den Schleifchen, wenn mir danach ist, weil der grüne Rahmen ist ja auch ein bisschen wuchtig, wie ihr seht. Nun ja, also hier sind auf jeden Fall in der Devon Corporation ganz viele Professoren, die alle irgendwelche Sachen entwickeln. Ja, und ich spreche jetzt hier gerade mal einfach mal einen an, zum Beispiel. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und es klappt. Ja, also das ist super. Die sind hier auf jeden Fall sehr erfolgreich mit ihren Forschungen. Ja, und wir begeben uns jetzt gerade erstmal auf den Weg. Nach Faustauhafen. Haha. Oh, wer ist denn das? Ich habe neues Zubehör für den Pokénuff entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeigst du mir mal deinen Pokénuff-Nami, den du von unserem Präsidenten bekommen hast? Oha, baut er uns da jetzt irgendwas ein? Hier, bitteschön, Nami. Ich habe dein Pokénuff mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. So, so. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein, dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten Trumm eintragen, Nami. Probier es mal aus, ruf unseren Präsidenten an. Ja, dann werden wir gerade mal gucken in unseren Pokénuff, hier auf Trainerruf und den Präsidenten anrufen. Devon-Präsident Mr. Trumm. Oh, Nami! Da du mich erreicht hast, scheint der Pokénuff zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, gut, du machst ein glückliches Gesicht. Oh mein Gott, was für ein Stalker. Hm, woher ich das weiß? Na, weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Bis bald mal, mach's gut. Okay. Ja, das ist ja ein lustiger Vogel, der Präsident. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Nami. So, haben wir schon mal noch ein Abschiedsgeschenk von der Devon Corporation bekommen. Bevor wir uns jetzt auf den Weg nach Faustauhafen machen, werden wir uns hier gerade mal noch ein Item krallen. Nicht dieses da oben, denn da kommen wir noch nicht hin. Aber hier hinten am Strand habe ich mich offscreen so ein bisschen umgeguckt und habe entdeckt, dass hier noch ein Item zu finden ist. So. Dann gehe ich mal zurück. Ich würde sagen, bevor wir nach Faustauhafen aufbrechen, suche ich hier mal eben noch den Pokémon-Markt. Wo ist er denn? Ach ja, da unten. So. Den Pokémon-Markt. Und da werden wir uns noch ein paar Pokébälle krallen, bevor wir hier die Stadt verlassen. Superbälle gibt es noch nicht, so wie es aussieht. Also begnügen wir uns mal mit den Pokébällen. 11 Stück, dann haben wir 15. Ach komm, machen wir 20 draus. Ja. So. Pokébälle kann man nie genug haben, finde ich. So. Jo, und dann sprechen wir hier mal den Brix an. Oh, hey, Nami. Der uns mal schon wieder gestalkt hat. Dein Pokénuff besitzt die Trainerruffunktion. Cool. Wir tragen uns gegenseitig ein, dann können wir jederzeit miteinander reden. Cool, dann kann er uns noch mehr stalken.
Briggs wurde im Pokénap-Verzeichnis eingetragen. Ich habe Mr. Brack im Blütenburgwald gesehen, Nami. Ich wette, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Nami, wie sieht es mit deinem Pokédex aus? Meiner ist eine Wucht. Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Jo, das machen wir auch gerade. Ich weiß, du bist gerade erst ein Trainer geworden, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, braucht er sich auch gar nicht zurückhalten, denn wir werden ihn eh platt machen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Jo, Markus LPG setzen wir ein. Und wir werden Loturzels Seerosenblatt, was er auf dem Kopf hat, mit einer heftigen Kugelsaat von seinem Kopf fegen. Da wird es doof gucken. So. Das zieht uns wieder ein bisschen Energie ab, aber das macht uns gar nichts, denn das ist so minimal. So. Wir versuchen es nochmal mit Kugelsaat. Und ich bin mir auch sicher, dass es klappen wird. Denn wie ihr seht, also Markus haut schon ganz gut rein mit seiner Kugelsaat. Also er macht die Attacke ziemlich oft hintereinander und dadurch wird Loturzel dann auch geplättet. So. Jetzt wird Flamly eingesetzt, dann würde ich sagen, tauschen wir das Pokémon mal und setzen Winnie ein. Da Winnie natürlich einen sehr guten Vorteil hat, da er eine Wasserattacke hat. Und Flamly ja Feuer ist. So, und dann werden wir Aquaknarre auf Flamly loslassen. Cool, und das zieht auch einiges ab. So. Und eine letzte Aquaknarre, dann dürfte Flamly auch erledigt sein. Wenn es uns nicht vorher erledigt. Da wir ein bisschen niedrigeres Level als Flamly haben, so 3 Level Unterschied. Aber es hat gepasst. Und somit hat Winnie es geschafft, das Flamly zu besiegen. Und er lernt Flügelschlag. Das ist natürlich klasse. Dann hat unser Winnie auch wieder eine neue Attacke. Hm, du bist sehr gut. Ja, steckt da uns noch 900 Poké-Dollar zu. Kennst du eigentlich Mr. Brack, den Typ, den ich getroffen habe? Du bist gerade erst hierher gezogen, daher weißt du das vielleicht noch nicht. Aber Mr. Brack war mal Seefahrer. Doch, das haben wir schon mal irgendwo gehört. Hat uns schon mal so eine Frau erzählt, die wir unterwegs beim Blütenburgwald getroffen haben. So, und dann werden wir jetzt gerade mal noch kurz hier in dieses Haus gehen, denn ich bin mir sicher, dass man hier sich nochmal eine Beere schnappen kann. Ich weiß nicht genau, bei welcher Person es nochmal war. Nee, die gibt uns, glaube ich, nur Tipps, oder? Ja, aber ich glaube, diese Person gibt uns noch eine Beere. Jo, eine Persimbeere haben wir erhalten. Das ist cool. Also immer wenn man mal hier in der Nähe ist von dem Bärenhaus, sollte man auf jeden Fall diese Person nochmal ansprechen. Und die wird uns dann immer wieder neue Beeren geben für Süßigkeiten, die wir später dann gebrauchen können. Aber das werden wir erst im späteren Verlauf unseres Let's Plays sehen. Allerdings kann man die Beeren ja wie gesagt auch für Heilen einsetzen, also für Gegengift und so. So, ich spreche mal gerade die Frau noch an. Hallo, so trifft man sich wieder. Irgendwie scheinen wir uns anzuziehen. Wir sollten uns in unsere Pokénaps eintragen. Habe ich mir doch gedacht, dass diese Person sich eintragen würde. Hatte ich irgendwie so ein Gefühl. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal in Mr. Bracks Haus. Oh, und wie süß, da spielt er schon mit seinem Pecco. Ja, jetzt müssen wir ihn nur noch angesprochen kriegen. Hallo, kannst du mal stehen bleiben? Also wie ihr seht, er ist sehr in Pecco vertieft und wir kriegen ihn kaum geschnappt. So, jetzt aber. Warte, Mädchen, immer langsam. Pecco! Hm? Du bist Nami, du hast meinen Liebling Pecco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Hm. Du musst einen Brief in Faustau Hafen und ein Paket in Graphitport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist mir überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel Richtung Faustau Hafen. Ja. Also nach Faustau Hafen. Anker gelichtet. Pecco, wir setzen Segel, mein Liebling. So. Und jetzt machen wir eine kleine Bootsfahrt mit Mr. Brack. Und können die schönen Felsen hier begutachten. Und die Schwimmer, die... Oh, was klingelt denn da? Unser Pokénap.
Oh, unser Vater. Oh, Nami. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei es dort sehr windig. Ja, könnte vielleicht daran liegen, dass wir auf dem Schiff sind. Ich habe gerade von Mr. Trum von Devon erfahren, dass du einen besonderen Pokénuff hast. Daher rufe ich dich an. Du hörst dich an, als ginge es dir gut, dann bin ich beruhigt. Pass auf dich auf. Klick. Jo, also unser Vater Norman, der wurde jetzt auch im Pokénuff eingetragen. Dieser Stalker wusste schon, dass wir jetzt einen Pokénuff haben. Ja, also ich schätze mal, dadurch, dass er Arenaleiter ist, hat er auf jeden Fall immer sehr viel Infos, die andere nicht so schnell bekommen. Ahoi, wir haben in Faustauhafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesem Troy bringen. Ja, werden wir auch. Aber vorher werden wir uns hier ein bisschen umschauen und ein paar Leute ansprechen. Faustauhafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier etwas in Mode kommt, will es jeder haben. Dies ist ein berühmter Angelplatz. Hast du Lust zu angeln? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte gern Carpador angeln. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Angel erhalten! Cool, dann können wir uns jetzt einen Carpador fangen. Das ist ja klasse. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und dann benutze deine Angel. Konzentriere dich. Wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einem Mal etwas Großes fangen. Manchmal musst du immer wieder kurz die Angel anheben, um etwas an Land zu ziehen. Ja, das ist cool. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich mal mit dem Angeln los. Oder wisst ihr was? Wir schauen uns erst noch ein bisschen auf der Insel um, sprechen ein paar Leute an. Ich mag was hip, aufregend und modernes. So etwas probiere ich immer aus. Hast du schon einmal etwas von sanftmütig Plüschpuppen gehört? Hört sich komisch an, naja. Wusste ich es doch, natürlich hast du schon davon gehört. Oh meine Güte, sanftmütig Plüschpuppen, das ist doch das Coolste überhaupt. Wo immer du auch herkommst, sanftmütig Plüschpuppen ist das Aufregendste überhaupt. Ja, da könnt ihr jetzt Ja oder Nein antworten. Ich würde sagen, wir antworten einfach mal Nein, denn dann kann ich euch mal zeigen, was ihr hier machen könnt. Nun hey, dann verrate mir aber, was wirklich cool und in ist. Ja, dann nehmen wir mal irgendwas. Ja, ein Hobby am besten. Ja, nehmen wir doch einfach mal gerade Anime. Und das verbinden wir mit, ja, was ist es jetzt? Eine Aktion. Und zwar mit, ja, ah, da ist es, sehen, Anime sehen. Haha. Ja, und so leicht hat man da eine neue Antwort. Was, Anime sehen? Yeah, das stimmt. Yeah, ich wusste das, schon lange. Natürlich weiß ich das. Anime sehen, richtig? Ja, das ist es, das ist es. Ist Anime sehen nicht das Coolste? Das ist die hippeste Sache überhaupt. Und du dachtest, ich wüsste das nicht? Sanftmütig Plüschpuppen, das ist doch schon uralt und unmodern. Anime sehen ist das, was vital und zeitgemäß ist. Ja, also so schnell könnt ihr da eure Meinung dann abliefern. Oh Gott, warum klingelt denn der Pokénuff jetzt schon wieder? Hier ist Patricia, wie geht es dir? Ist das nicht toll? Wir können uns unterhalten, obwohl wir weit voneinander entfernt sind. Vorher musste mein Vater mich immer zu meinen Freunden fahren, wenn ich mit ihnen reden wollte. Ich muss jetzt weiter. War schön, mit dir zu sprechen. Na super, also merkt euch schon mal, wenn ihr irgendwelche Trainer hier anlabert, dann werdet ihr auf jeden Fall immer... Oh, da ist ein Trainerkampf. Was machen Angler, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht, niemals. In der Zeit könnte er etwas anbeißen. Na lecker. Naja, also wie ihr seht, wenn ihr Trainer in euren Pokénuff eintrat, dann werden sie euch stalken bis zum Verrecken. So, eine Herausforderung von Angler Arthur. Tentacher. Ich glaube, ich werde mal gerade das Pokémon wechseln und wir setzen jetzt ruhig mal Legan wieder ein. Denn den hatten wir auch schon längere Zeit nicht mehr draußen, soweit ich mich erinnere. Oh nein, er wurde verwirrt. So, jetzt machen wir hier einen heftigen Ruckzuck-Hieb auf Tentacher. Außer wenn es sich selbst verletzt, dann natürlich nicht. Hm, Mist. Also da hat Tentacher uns ganz schön ausgetrickst. Oh, bitte komm, nicht wieder selbst verletzen. Nein, Legan hat es geschafft. Trotz seiner Verwirrung hat er es geschafft, Tentacher einen Ruckzuck-Hieb zu verpassen. Und somit ist Tentacher auch fast erledigt. Jetzt verletzt er sich doch wieder selber. Oh oh, das wird aber ganz schön knapp. Oh.
Vielleicht sollten wir ihn doch noch mal kurz auswechseln. Ha, aber cool, dass ich ihm eine Piersifbeere ausgerüstet habe, denn so kann er jetzt sein Gift heilen. Ach komm, wir machen jetzt mal einen auf richtig Risiko. Okay, und da hat er leider Selbstmord begangen. Das ist traurig. So, dann werden wir jetzt mit Markus draufhauen und Tentacha den Rest geben, hoffe ich doch mal. Oh nein, jetzt bin ich aus Versehen auf Geduld gegangen. Schlecht. Ich wollte eigentlich Kugelsaat machen. Also Tentacha macht uns mit seinen Giftattacken ganz schön fertig hier, merke ich schon. Oh, aber Geduld hat geklappt. Super. Dann ist Tentacha jetzt auch besiegt. Und Markus erreicht Level 16. Und wir haben Angler Arthur besiegt. Ich habe verloren, weil ich nicht auf die Toilette gegangen bin. Haha. Na, das glaube ich nicht. So, und ich werde jetzt hier die Angel einsetzen. Und mal gucken, ob wir was geangelt kriegen. So. Ah, falsch. So. Auf Select setzen wir unsere Angel ein. Oh, da hat was angebissen. Und wir haben ein Pokémon am Haken. Cool. Es ist ein wildes Carpador. So, was setzen wir dagegen jetzt am besten ein? Ich habe Angst, dass wir es kaputt machen. Deshalb setze ich ein etwas schwächeres Pokémon ein, und zwar den Niki. Und wir haben sogar noch Glück, und es ist ein männliches Carpador. Genau das, was ich fangen will. So, wir geben ihm mal eine Kopfnuss. Oh Gott, ich dachte, das ist jetzt verreckt. Boah, das war knapp. Verdammt, ey, haben wir das Schwein gehabt. So, da dürfte jetzt auch ein Pokéball reichen, so wie es geschwächt ist. Yo, Carpador wurde gefangen. Und für Carpador habe ich auch schon einen Spitzname. Und zwar werden wir ihn... A, nicht C, B, genau. So, ich verrate es euch erstmal noch nicht. Wobei ihr es euch vielleicht schon denken könnt. Jetzt spätestens. Also wir werden unser Carpador Belias LP nennen, nach meinem Freund. Denn Carpador ist sein absolutes Lieblings-Pokémon, beziehungsweise Garados. Ja. So, und ich würde sagen, ich sehe gerade, wir sind hier schon bei... fast 18 Minuten, würde ich mal so sagen. Deshalb würde ich sagen, beenden wir den Part hier. So, ich werde jetzt meine Pokémon hier noch eben im Pokémon Center heilen gehen. Ja, und bis zum nächsten Part werde ich die Boxen in meinem Pokémon Center ein bisschen sortieren. Und zwar nach Pokémon, die schon benannt wurden von Abonnenten, also die schon vergeben sind, wo sich schon Leute für gemeldet haben. Und in Pokémon, die sich noch nicht, also für die sich noch keiner gemeldet hat. Ja, und dann werde ich das immer mal zwischendurch so meine Boxen aufrufen und zeigen hier, das Pokémon ist schon vergeben und das nicht. Ja, dann wisst ihr auch so ein bisschen Bescheid. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Part. Ich freue mich auf euch. Ja, und im nächsten Part schauen wir mal, dass wir diesen Troy finden. Bis dann. Ciao, ciao.